Plötzlich wirkte sie traurig. Ich sagte, »Bree, ich möchte sie lesen, das macht mir Spaß.« Sie schüttelte den Kopf und sagte, »Schade.« »Was?« »Du wirst keine Zeit dafür haben.« »Wovon redest du, Bree?« »Auf der Party war ein Mann, der gesagt hat, wenn du Glück hast, hältst du 6 Monate durch.« Ich versuchte, sie aufzumuntern. »Die lese ich locker in 6 Monaten.« Es funktionierte nicht. »Ich will nicht, dass du wieder ins Gefängnis musst.« Ich ging zu ihr, legte den Arm um sie und sagte, »Hey, komm schon, ich muss da nicht wieder hin.« »Versprochen?« »Ich verspreche es. Ich habe einen legalen Job. Ohne dich komme ich nicht so gut klar, Mitch. Komm, wir essen, ja?« Das Essen war gut. Ich hatte Knoblauchbrot und Knoblauchpilze gemacht. Die schmeckten ihr am besten. Ich machte noch eine Flasche auf und wir hauten rein. Das Pfannengemüse war lasch, aber mit den anderen Sachen zusammen ganz passabel. Bree fragte, »Was ist das für ein Job?« Ich sagte es ihr. Als ich Lillians Namen erwähnte, sagte sie, »Ich habe von ihr gehört. Sie war die beste Blanche Dubois, die das West End je gesehen hat.« Jedes Mal, wenn ich dachte, ich wüsste, wie Brioni tickt, überraschte sie mich. Ich fragte, »Woher weißt du das?« »Ich liebe das Theater.« »Wirst du mit ihr schlafen?« »Was? Du meine Güte, Bree, die ist viel älter als ich.« Bree sah mich direkt an und fragte, »Wie sieht sie aus?« »Naja, wie Gina Rowlands, alles andere als schlecht.« »Also wirst du mit ihr schlafen.« Zum Nachtisch hatte ich griechischen Joghurt, Käsekuchen, Schwarzwälder Kirschtorte. Ich fragte, »Was möchtest du?« »Von allem was.« Das war kein Witz. Danach ging ich Kaffee kochen. Als er fertig war, trug ich ihn auf einem Tablett ins Zimmer. Auf dem Tablett war Lady Di abgebildet und ich wusste, dass Bree das gefallen würde. Sie lag zusammengerollt auf dem Sofa, schnarchte leise. Ich hob sie hoch und trug sie in mein Zimmer, deckte sie mit der Daunendecke zu. Ich sah sie eine Weile an und sagte, »Schlaf schön.«